Madeline! Madeline, wach auf! Was? Oh. Ja? Wach endlich auf zum Donnerwetter noch mal. Natürlich, Milady. Verzeihen Sie, ich muss geschlafen haben wie eine Tote. Das habe ich gemerkt. Es ist ja noch dunkel draußen. Na und? Was schert mich das? Ist etwas nicht in Ordnung? Dumme Frage. Nichts ist in Ordnung. Sie wollen doch nicht sagen, dass... Doch, genau das will ich sagen. Aber vielleicht ist es wirklich bloß eine... Ich bilde mir das nicht ein. Ganz gewiss nicht. Hilf mir, mich anzukleiden. Ich muss einen Brief schreiben. Jetzt? In aller Frühe? Ja, jetzt. Es muss ein Ende haben. Ich werde sonst noch meinen Verstand verlieren. Keine Nacht länger halte ich diese Heimsuchung mehr aus. Und wen wollen Sie um Hilfe in dieser äußerst delikaten Angelegenheit bitten? Mr. Colin Hargraves und Miss Alvany Sargent. Nie von Ihnen gehört. Habe über Sie in einem meiner Journale gelesen. Sie sollen mit die Besten sein in Fällen wie diesen, wenn Menschen von Spuk heimgesucht werden. Meinen Morgenmantel. Los, beeil dich. Ja, Milady. Hier, bitte. Hilf mir hinein. Gern. Gut so. Wünschen Sie, dass ich den Brief dann später zum Postamt bringe? Auf keinen Fall. Das werde ich selbst machen. In dieser Sache traue ich niemandem. Nicht einmal dir. Sie tun mir Unrecht. Was macht das schon? Es ist von entscheidender Wichtigkeit, dass der Brief die Abtei verlässt, ohne ihm unter die Augen zu kommen. Ich bin die Verschwiegenheit in Person, Milady. Das hoffe ich für dich. Ich habe ihm wirklich nie etwas zugetragen über die... Schluss jetzt! Bring mir das Frühstück ins Morgenzimmer. Ja, Milady. Und beeil dich gefälligst. Ja, Milady. Was für eine fürchterliche Nacht das wieder war. Was stehst du hier noch rum? Beeil dich! Weg die Köchin! Ja, Milady.